Hallo. Oh, und noch einmal. Ah, okay, schön. Heute haben wir viele Musettas. Ja, also ich bin Lara und ich habe heute ebenfalls die Arie der Musetta mitgebracht. Aber ich glaube, wir warten noch auf den Pianisten. Ah, Gott. Ist es eine neue Arie, eine alte Arie? Ist es im Lernprozess? Wie ist es? Im Lernprozess. Also nicht mehr so neu, aber man lernt ja nie aus. Okay, okay. Und wie fühlen Sie sich in der Arie? Eigentlich gut. Also ich mag die Musetta sehr gerne. Ja. Aber natürlich die hohen Stellen, dann ist man doch ein bisschen sehr aufgeregt. Und okay. Hält man fest. Und dann ist es vielleicht, vielleicht, ja, könnte es freier sein. Okay. Let's go. Danke schön, sehr schön, brava. Ja, danke. Noch einmal den Namen? Lara. Sorry, aber ihr seid so viel, mein Gedächtnis. Danke. Okay, Lara. Okay. Lara. Ich werde wie die Dame der Konsonanten wahrscheinlich werden hier, weil ich rede nur darüber schon seit gestern. Aber in der Tat, es ist so. Ich muss wieder noch einmal über die Wichtigkeit der Rolle der Konsonanten reden. Ja? Yes. Es ist hübsch, es ist schön, aber es ist alles zu weich. Ja, verstehe. Und es ist zu weich, weil die Konsonanten zu weich sind. Ja. Erst einmal eins. Zweitens, Musetta, die Rolle, die Situation, ist alles klar, wo wir sind, schon, wer schon. Wir sind, was wir machen? Ja, schon. Ja? Okay. Aber es ist nicht sehr deutlich in der Körpersprache. Ich weiß, ja. Sie wissen es. Na, also jetzt war ich sehr aufgeregt und es, es kommt hoffentlich dann. Ja, okay. Man muss sicherlich, das muss man sagen, man muss sicherlich einen gewissen Mut haben, um hier zu stehen. Ja, es ist viel einfacher, dort zu sitzen. Es ist einfach. Man schaut. Man ist die Klugste des Dorfes da unten und man hat immer etwas zu sagen. Ja, aber die hätte das besser machen können. Ja, aber diese Note. Aber es ist schwer, hier zu stehen. Es ist schwer, sich so nackelig, sagen wir so. Ja. Aber das muss man üben und zwar sehr, sehr schnell. Man muss diesen Mut
finden. Und auch den Mut finden, in die Rolle sofort reinzukommen und nicht sich fast entschuldigen. Entschuldigung, ich muss singen, aber naja, es wird nicht so gut sein, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ja, weil. Ja, ich verstehe. Ja, wo ist die Notgangstür? Entschuldigung. Ja, nicht so. Die Körpersprache. Die Körpersprache ist so viel wichtiger, als was Sie denken. Und die Körpersprache wird Ihnen diesen Mut geben. Ja. Die Körpersprache wird Ihnen die richtige Stimme geben. Und die Körpersprache wird Ihnen helfen, auch wirklich die Platzierung Ihres Singens. Deswegen, es ist anders als hilf mir. Oder es ist ganz anders. Der Körper öffnet sich, dein Geist öffnet sich, die Kehle öffnet sich, es kommt Mut. Ah, ich werde es schaffen. Das ist kein Spiel, das ist nicht bla bla bla, was ich sage. Klar, das weiß ich. Wirklich? Doch. Und wieso machen Sie es nicht, wenn Sie es wissen? Aufregung, wir versuchen es nochmal. Also das ist die Medizin. Es ist mir etwas passiert einmal im Leben und ich möchte es erzählen, weil es war so unglaublich. Es scheint wie ein Rätsel, wie sagt man? Ja. Ich hatte einmal ein Vorsingen für eine große Rolle, eine schwere Rolle in einem großen Haus. Und ich war super aufgeregt. Ich war so von, ich habe gedacht, oh meine Güte, was mache ich? Das ist so eine große Herausforderung, vielleicht bin ich gar nicht bereit, was? Ja, ich sollte weggehen. Und alle diese Geschichten, dieses bla 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 hier drin. Dann habe ich gesagt, okay, also was mache ich jetzt? Jetzt bin ich aber hier, ja. Ich war schön geschminkt, schön gekleidet, alles war super, aber innerlich, ich war nicht innerlich, ich zweifelte zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Jetzt, Capucin, du machst etwas. Du spielst die Rolle von der superbewussten, sicheren, wow, Sängerin, die reinkommt und sie weiß es besser als jeder andere. Rita Hayworth, ich komme rein, wie geschossen, Hollywood-Star, Marlene Dietrich. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich bin nicht Capucin Chiodani, ich habe keine Angst, ich bin Marlene Dietrich. Für einmal im Leben, für 5 Minuten, kommt Marlene Dietrich rein. Ich habe das gemacht, so wie, ja, um mir selbst Mut zu schaffen. Und der Intendant hat mich engagiert, bevor ich gesungen habe. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist eine Geschichte und das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Und das sagt, was ich eben erklärte. Ja. Die Körpersprache muss stimmen. Sogar wenn wir Angst haben, zu spielen, was du nicht bist, für diese 5 Minuten, wird dir helfen, ja, diesen Mut zu finden. Können wir es wieder machen, ein bisschen anders? Ja, genau.
Okay. Wie war das, wenn Sie sich selbst bewerten sollten, würden, wie war das? Naja, auf jeden Fall besser. Ja. Es ist Luft nach oben und die Höhe ist gerade noch, also ich merke, ich weiß, wann die Stellen kommen. Ja. Und dann halte ich fest und dann sind sie nicht so, wie ich möchte. Ja. Ja. Und dann? Nur das? Oder? Ja, es kann alles noch mehr sein einfach. Haben Sie sich besser gefühlt? Ja, schon. Okay, das wollte ich hören. Ja. Und zwar, Sie waren viel mehr in der Rolle und Sie haben auch besser gesungen. Ist natürlich, es gibt so Kleinigkeiten hier und da, ja, die wir zusammen schauen können. Ja. Okay. Aber man schaut und man denkt, ja, okay, sie könnte ja die Musetta singen. Ja, man kann Kleinigkeiten hier und da ein bisschen korrigieren, okay, ein bisschen damit arbeiten. Aber man sieht die Möglichkeit. Ja. Weil Sie auch mit der Körpersprache, ich meine, ja, ja, mehr in die Rolle, in der Rolle waren, ja, ja. Das hilft, ja, bitte erinnern Sie sich daran, ja. Es ist sehr wichtig, ja, es gibt mehr Freiheit auch im Singen, ja, okay, jetzt gehen wir ein bisschen zurück und wir schauen, ja, ja. Ja. Aber besser. Ja, danke, das freut mich. Keine Angst haben. Ja. Ja. Ich bin hier zu helfen. Wie ist das? Ja, danke. Ja? Okay. Quando. Langes I und kürzeres A. Okay? Quando, ja. Quando, könnte, nicht quando. Statt das und dein Instrument zuzumachen? Ja. 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 Ruhiger. Ab. Ab. Schau. Wenn du hast die Höhe, du hast so eine Angst, dass du. Ruhig bleiben, ne? Nein. Konzentriert, ne? Ab. Es ist wie ein Sport, ne? Eine der besten, wichtigsten Sachen ist die Konzentration. Die Konzentration, die mentale Konzentration. Wenn du das nicht hast, du kannst sehr, sehr gesegnet sein von Mutter Natur, sehr, 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 sehr talentiert sein, aber wenn das nicht da ist, die Konzentration und der Fokus, dann sind wir verloren, ne? Ja. Du sagst, aber... Doch, ja. Entschuldigung, hast du mal am Fernseher gesehen, die Athleten an der Olympiaden? Ja. Okay, was siehst du, wenn du sie anschaust, bevor sie starten, bevor sie springen, bevor sie rennen, was siehst du? Sie sind ganz bei sich und sehr fokussiert. Sie denken nicht an etwas anderes, nur an die Wette. Sie sehen das Ziel, sie denken nicht rechts, links, oben, unten, Publikum, Familie, was muss ich später einkaufen? Nichts. Da ist nichts. Ja. Ja, okay. Ja. Bitte alles löschen und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da. Ja. Du bist hier. Ich bin hier. Um das Beste daraus zu machen. Ja. Ja? Ja. Ja? Und du bist Musetta oder du versuchst Musetta zu sein. Ja, und du lässt die anderen Gedanken los, bitteschön. Aha. Vor allem die Angst. Ja.
Vor allem die Angst. Okay, besser. Verstehst du? Ich verstehe. Ansonsten, du siehst aus wie ein kleines Kind. Nein, doch. Wie ein kleines Kind, der so zittert, wie ein kleines, weißt du, die kleinen Vögelein, die zittern, sie haben Angst. No. Weil die Stimme kann so schön sein wie sonst was, aber wenn das diese Nachricht dann kommt von, ich habe zu viel Angst und ich bin nicht vorbereitet und meine Nerven, ja, niemand wird dir eigentlich Vertrauen geben. Ja. Ich bin sehr hart und sehr direkt, weil ich war in dieser Welt und ich weiß, wie schrecklich hart es ist. Es ist nicht romantisch. Es ist eine Gladiator-Arena. Ja, leider. Ja. Ja, ja. Du wirst sehen. Und ich kann dir sagen, wenn du dich so anbietest, vorstellst mit dieser Nervosität und das wird nicht, die werden es nicht mögen. Ja, ich verstehe. Okay, verstehe es auch innerlich, körperlich. Ja. Du musst mehr ruhig sein, körperlich. Mehr verantwortlich für dich selbst. Ja, wie alt bist du? 20. Oh meine Güte, deswegen, du bist sehr jung. Das wird kommen, aber das kommt auch mit der Reife, ich denke, mit der Erfahrung. Nach vielen, vielen, vielen Türen, die gegen deine Nase schließen werden, wirst du anfangen, wie Marlene Dietrich auf die Bühne reinzugehen und sagen, hallo, hier bin ich. Und diese Stärke, diese innere, ja, weil es ist nicht lustig, wenn jemand Nein sagt, obwohl du gut vorbereitet bist, obwohl die Stimme und alles, weil du, weißt du, wir schauen leider auch dich an. Es ist nicht nur die Stimme, es ist das Ganze. Ja. Ein bisschen ernster nehmen. Ein bisschen ernster nehmen, weil das sagt viel über diese Nervosität. Ja? Also mich stört es nicht, mich kann ein bisschen, aber es ist nicht maßgebend, was ich spüre oder denke. Ich meine, jetzt sagen wir ja in einem Gesangswettbewerb, ja, sagen wir ja in einem Vorsingen, okay. Sie hören 250 Musettas vor dir und wahrscheinlich 325 nach dir. Weißt du, wie sie müde sind? Weißt du, wie sie müde sind? Sie können es gar nicht mehr aushalten. Dann kommst du rein und, Entschuldigung, ich muss singen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös, aber nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, und dann hast du für den Zug, für den Flug, für deinen Pianisten, für deine Gesangsstunden, für das Hotel, für das Restaurant, für die Partitur, für das Kleid, für die Frisur, für alles, Make-up, 1000 Euro ausgegeben, du gehst da und 5 Minuten sind die 1000 Euro aus dem Fenster. So ist es, das ist die Realität. Ja, ich verstehe. Okay, also invest your time and your money and your energy in a very constructive way. Yeah. Du musst nicht verkaufen, es ist so. Ja. Also wirklich mit der Körpersprache aufpassen. Ich sage es, weil ich habe den Eindruck, ja, du denkst ein bisschen nur an die Stimme. Auch was wir sehen auf der Bühne, wird uns beeinflussen. Ich meine uns. Ja, diejenigen, die eventuell entscheiden werden, ob sie dich engagieren. Ja, ich sage es für dein Bestes, um dir zu helfen. Ich weiß, okay. Weil ich weiß nicht, ob jeder das sagt, so brutal. Es ist ein bisschen unhöflich und sehr direkt, aber so ist es draußen. Ja, das ist ein geschütztes goldenes Netz hier. Nest. Draußen ist die Welt härter. Ja? Deswegen, man muss vorbereitet sein und wissen, was da draußen auf dich wartet. Ja? Okay? Gut. Now, wo sehen wir Maestro? La Bellezza. Okay, e la bellezza? Sofort in einigen Übungen für dich, um erst einmal diese Angst, erst einmal das. Du brauchst mehr geankert zu sein. Ja? Und auch, weil du hast gesagt, ich fühle mich bei den hohen Tönen ein bisschen eng oder was, oder ja, in Schwierigkeit. Halt ja, okay.
Also das geht Hand in Hand, das ist dasselbe. Ich denke, du brauchst einfach mehr Körper und das heißt, dich mehr ankern, dich mehr ankern an deinem Rücken und mehr Appoggio machen. Du bist einfach ein bisschen außerhalb des Appoggio. Du bist nicht geankert. So, ankern heißt, dass du, stell dir vor, dass du sitzt auf einem Sattel. Ja? Oder du musst etwas halten hier, ich weiß nicht, zwei Bücher. Was machst du, wenn du, oder zwei Orangen, sagen wir. Was passiert? Was machst du? Du? Also die Hüfte kippt auf jeden Fall. Spürst du etwas im Rücken? Passiert etwas, wenn du diese Bewegung machst? Passiert was? Es ist nicht das, es ist das. Ich setze mich hin. Denke, du hast hier etwas zu halten, zwei Bücher. Was passiert im Rücken? Streckt sich das an? Ja, also der streckt sich. Streckt sich? Ja. Fängt er zu funktionieren? Okay. Und kannst du dein Gewicht auf die Fersen? Ja. Auf Backen, ja. Ja? Mhm. Kannst du länger werden? Kannst du wie eine Topmodel ein bisschen? Ja. Kannst du? Ja. Okay. Ja? Okay. Ela? Also das nach hinten. Kannst du zum hier? Kannst du hier? Aha, ja, der ist eigentlich. Kannst du? Aha. Aha. Und hier offen bleiben. Und hier länger. Besser? Ja, schon besser, aber noch nicht ganz frei. Okay. Oder? Also arbeite dran, weil das hilft dir. Ja, hier. Hier. Mhm. Kannst du eine Hand hier stellen, wo die Kurve ist, und ein bisschen drücken, so als ob du zu jemandem sagen würdest, sorry, social distance. Excuse me, no, bleiben Sie da. Nein, Entschuldigung. Was passiert mit deinem Rücken? Was passiert mit deinem Nacken? Ja, länger. Ja, aber ein bisschen Energie, ja? Nicht. Energie? Komm. Ja, so als ob du Karate machen würdest. So, damit du. Ja, damit du wie eine martiale Art, damit du den ganzen Rücken anfängst zu wirklich stretchen. Besser? Nochmal? Ja, bitte. Okay. Ja, und mit dem Kopf nach oben, also nicht nach oben, zum Horizont, aber groß denken. Und hier weiter atmen. Ja? Und wenn du in die Höhe gehst, gleichzeitig, es ist immer, wie ich gestern sagte, eine doppelte Energie. Gas geben, also Sostegno, aber gleichzeitig Appoggio. Wir haben beides nötig. Ja? Auch sich. Siehst du? Ich setze mich förmlich. Kannst du diese Bewegung machen? Einen Moment. So, als ob du dich ausruhen würdest auf deine Hüften. Ein bisschen. Ach, bin ich müde heute. Ja, und gleichzeitig aber nicht schrumpfen, sondern du setzt dich auf deine Hüften und gleichzeitig hier bist du so. Also es ist ein Teil zum Himmel und ein Teil zur Erde. Schau, so. Ja? Besser? Ja. Ja? Ja oder nein? Doch, besser. Okay. Appoggio. Ja, und Appoggio ist wirklich, ja, eine extraordinary, wie sagt man auf Deutsch? Außergewöhnlich, außerordentliche Energie. Es ist nicht nur ein bisschen, es ist wirklich alle. Es ist wirklich, ich gehe wirklich mit meiner ganzen Energie, ja, und Gewicht wirklich
Ja, wie ein Baum. Mit meinen Wurzeln rein in die Erde. Bitte. Ja, und nicht? Ja. Oh, sondern. Also in diese Richtung, das wird dir helfen, wahnsinnig für viele Gründe. Einer der Gründe, eine der schönen Sachen, die passieren, die vorkommen, ist, dass wenn du so machst, du wirst dein Willum, dein weicher Gaumen mehr heben können und dabei da halten können und auch you will be able to stretch your pharynx wall. So, diese Sache wird dir mehr Timbre geben. Mhm. So ist es. Ah, wir kommen da. Yeah. Okay, können wir den ganzen Satz und wenn es kommt, bitte. Ja. Yeah. Versuche es ganz. Ja. Yeah. 100%. Mhm. Wirklich mit Energie. Mhm. Ja, und sehr konzentriert. Mhm. Ja. War das besser? Ja, okay. Also das ist, für mich hat es sich besser angefühlt. Du musst nicht hoffen. War es besser oder war das nicht besser? Besser. Punkt. Besser. Nicht zweifeln an dich selbst. Ja. Du bist doch intelligent, du hast doch Ohren. Ich habe Ohren, ja. Also nicht zweifeln. Gut, ja, es war definitiv besser. Dankeschön. Ja. Eine Sache, du hast das aber gemacht. Ja. Weißt du, was passiert mit deinem Instrument hier? Siehst du das? Es ist so, als ob ich ein Oboe habe und ich mache Krack. Schön, ne? Interessant, ne? Klingt gut, ne? Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie machst du das? Du bist die Heldin des Jahres. Natürlich kannst du nicht frei sein. Ja? Ja. Okay, also bitteschön. Wirklich wie eine Topmodel. Wie stehen die Topmodel, ja? Sie schweben ein bisschen so. Ich schaue euch nicht, ich bin die Königin des Jahres. Sie schweben, ne? Sie sind irgendwie, ja? Ja, außer dieser Welt. Sie schweben. Ja, ein bisschen so. Dein Kopf, ja? Wie eine Topmodel. Claudia Schiffer. Ab. Die Stelle? Ja. Schrill? Ja, ein bisschen zu viel. Nein, ich glaube nicht. Es war nicht schrill. Okay. Nein, können wir es wieder machen mit weniger Zweifeln. Alle diese Zweifel in unseren Köpfen werden real, werden Realität. Sie sind Stolpersteine. Wir sabotieren uns selbst. Und es ist eigentlich ja, dein Notausgang. Du bist dabei, wegzufliehen von deinen Verantwortungen. Entschuldigung, du bist sehr hübsch, aber man muss... Es reicht nicht. Man muss verantwortlich werden für sich selbst und nicht delegieren, weißt du, den Pianisten, der Gesangsteacher, der Vocal Coach, die Mutter, aber, ja, ich bin ein bisschen müde heute, aber ich bin ein bisschen krank, aber dies, aber jenes. Es gibt kein Aber in diesem Beruf. Entweder funktionierst du oder nicht. Punkt. Alle diese Aber interessieren keinen. Alle diese Zweifel sind eine Sabotage, die du dir selbst machst. Yeah. Ja? Nimm Verantwortung für dich selbst. Ja? Yeah. Du bist intelligent und erwachsen genug, um es zu tun. Mach es jetzt. Ja? Noch einmal, bitte schön. Und ohne Zweifel, einfach pa, wie ein Samurai. Pa. Weißt du, wer wirklich es schafft, da oben anzukommen? Wer? Weißt du, wer? Wer die stärkste mentale Kraft hat. Ist deine Entscheidung. Ja. Es ist nicht immer die Stimme und es ist nicht immer der Talent, es ist wirklich die mentale Kraft. Genauso wie bei olympischen Sportlern.
Wer es wirklich schafft, ist stark hier. Und wenn du nicht diese Stärke hast, naja, dann musst du sie üben. Ja. Dann musst du daran wirklich arbeiten, fokussieren. Mhm. Ja? Ja. Nicht deine Energie zerstreuen in 3000 Gedanken und Zweifeln. Ja? Mhm. Noch einmal bitte schön und ganz fokussiert, nur versuchen, deine ganze Energie, deine ganze Konzentration in diese einzigen Geste. Mhm. Eine Sache, ein Gedanke. Dabei zu sein. Claudia Schiffer, die schönste der Welt, ab wie eine Königin, aber auch geankert, at the same time. Wir brauchen diese zwei Energien. Groß, groß, up, 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 your spine long und gleichzeitig mit einem schönen Appoggio. Können wir es versuchen? Ja? Mal diese Sache. Besser? Ja. Zufrieden? Ja, doch. Also, ich sollte es einfach üben, dann nur an Singen zu denken und nicht an, was, wenn das und das nicht gut wird und dann wahrscheinlich löst sich alles und dann geht es noch besser. Genau. Ja. Ja. Und vielleicht würde ich einmal fragen, ob das irgendjemand jetzt schrill gewesen ist. Nein, ne? Nur, dass du es auch weißt, das ist für niemanden schrill. So. Okay, ja, danke. Danke, Maestro. Sie haben in meinen Gedanken gelesen. Ich wollte genau dieselbe Frage stellen. Super, thank you. Genau. Siehst ja, du? Ja, das ist ja, schön. Ja. Brava. Wir müssen leider auch. Ja, brava. 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 Thank you.